Also neben dem Newman-Institut arbeiten wir auch 3 Tage die Woche in Stockholm in der Vorschule. Und da fahren wir mal mit der Bahn hin, morgens früh, und da laufen wir jetzt hin. Guten Morgen, ich bin jetzt bei der Caritas in Stockholm angekommen. Ich arbeite hier 3 Tage die Woche. Und das Erste, was ich jetzt gleich machen werde, ist in den Kühlschrank zu schauen und zu gucken, was ich alles für heute noch besorgen muss. Wir sind gerade auf unserem täglichen Spaziergang. Genau, und gerade haben wir eine kleine Essenspause gemacht. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag findet hier ein Schwedischkurs statt. Und wir haben gerade das Frühstück hergerichtet für die Menschen, bevor sie in den Unterricht starten. Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit bei der Caritas ist das Reden mit den Menschen. Das ist sehr interessant und spannend, weil die Menschen von überall herkommen und oft sehr viel erlebt haben. Nach dem Mittagessen schlafen die Kinder erstmal eine Runde. Und um ca. 14 Uhr gibt es dann einen kleinen Mittagssnack. Am Vormittag von 10 bis 1 ist hier sehr, sehr viel los. Jetzt sind aber die meisten schon wieder gegangen. Das heißt, es ist Zeit zu putzen und die Küche ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. So, es ist jetzt 3 Uhr und wir fahren jetzt wieder mit dem Zug nach Hause. So, ich bin jetzt fertig. So sieht ein typischer Tag bei der Caritas aus. Ja. Tschüss, Achim. Tschüss, Martha.